Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, unsere Felder, die wachsen und gedeihen. So, jetzt müssen wir hier erstmal auf die ganzen Glowstones. Da müssen wir erstmal einen Hilfsblock draufsetzen und dann 1, 2, 3, 4. Und dann sollte das hier sein. 1, 2, 3, 4. Und hier. 1, 2, 3, 4. Und hier. 1, 2, 3, 4 und hier. Sehr schön. So, hätten wir das auch schon mal so weit an den Glowstone, dann müssen wir jetzt auch nochmal irgendwie einen Block mit dran heften. Das geht aber relativ einfach. Zack und einmal zack. Und damit wäre das dann auch schon alles passiert. So, jetzt kommt hier noch eine Lage drauf. Da sind wir dann schon auf einer Dreierhöhe. Und dann nochmal hier. Und hier und dann geht das hier weiter. So. Und dann passiert folgendermaßen was. Und zwar genau. Da muss jetzt ein Block hin, da muss ein Block hin. Hier muss ein Block hin und hier muss ein Block hin. Gut. Und wie gesagt, jetzt können wir das ganze Feld auch schön von hier unten weiterbauen. So, das ist die Rinne, wo dann später das Wasser drin laufen wird. Und hier ist wieder dieses Feld, unser Feld. Zack, zack, zack. Zwischendurch muss man dann halt immer nur noch mal oben drauf springen, um zwei Sachen zu erledigen. Einerseits einmal hier dann etwas höher zu gehen, also hier noch einen Block draufzusetzen und natürlich dann die Beleuchtung auch noch. Nicht, dass wir hier am Arbeiten sind und Herr Kriepermann besucht uns mal. Ist immer ein bisschen ungünstig. Ja, ich hoffe, wir kommen hin mit der Erde. Ein wenig Erde haben wir ja oben noch in der Kiste und ansonsten, ja, dann müssen wir halt den längeren Weg beschreiten und ganz einfach nochmal ins Lager rennen. Unser Happa-Happa, da möchte ich auch gleich nochmal nachgucken. Das sollte mittlerweile dann auch so langsam mal fertig sein. Das war einer zu viel. So, und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Block zu viel ist oder nicht. Ich lasse ihn jetzt aber erstmal drin, weil ich glaube, das ist richtig. So, Happa-Happa, da wollten wir nachgucken. Ah, noch nicht ganz, aber sobald Happa Happa fertig, dann hauen wir erstmal etwas Holz nach. Gut, dann geht's wieder weiter. Beleuchtung. Beleuchtung, Beleuchtung. So, 1, 2, 3. Hilfsblock. 3, 4 und Beleuchtung. Ist das richtig? Ja, ist richtig. So, 1, 2, 3, 3, 4, Beleuchtung. Na, 1, 2, 3, Hilfsblock, 3, 4, Beleuchtung. 1, 2, 3, Hilfsblock, 3, 4, Beleuchtung. Und so hat das natürlich auch alles einen schönen Abschluss. Das Dschungelholz, das haben wir irgendwann mal vorher geerntet, aber das ist ganz einfach so, das ist, damit wir auch zur Not hier halt noch Kakao drauf züchten können. Sollte mal irgendwann irgendwas anderes kommen, was man noch so alles züchten können würden, tollen, dollen, sollen, tun, ja, dann kann man die Felder halt natürlich auch wieder umbauen. Das ist ja dann auch kein großer Beinbruch. So, einmal Holz rein, einmal das raus. Habe ich auch das richtige Holz genommen? Ja. Hervorragend. Jetzt haben wir auch wieder Happa Happa bis zum Abwinken. Zwei Level. Die würde ich dann allerdings ganz gerne mal in Kollege Schippi stecken, denn da müssen wir jetzt auch langsam mal anfangen, ein bisschen was zu tun. Ja, runtergehen können wir wieder. Hier können wir noch normal runterspringen. Beim nächsten Mal wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Dann fängt es an, weh zu tun. So, Block, Block, den wieder weg. Block, Block, den wieder weg.
Block, Block und den wieder WECH weg. So, dann hier die nächste Lage unserer Felder rein. Wieder die Rinne, die Wasserrinne. Ja, und wenn man das Ganze, wie gesagt, von unten baut, dann geht das doch um einiges fixer, als wenn ich das jetzt von oben gebaut hätte, wie bei den ersten Malen. Also das hat wirklich ewig gedauert. Ja, das, also die Erde, da werden wir trotzdem nicht mit hinkommen. Da werden wir nochmal schnell welche holen müssen. Ist aber auch gar nicht ganz so schlimm. Da können wir doch mit leben. So. Ding, 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 ding. Na, Mensch, falsch gesetzt. So weit kommt's noch. Nein, genau einer fehlt. Naja, aber wir müssen sowieso hoch. Also ich denke mal so 3, 4 Stacks. Obwohl, ich wollte sowieso etwas anders machen. Und zwar ein bisschen mehr Erde verbauen. Hm, ist gar nicht so verkehrt. Packen wir uns einfach mal welche ein. Ach, ist ja unglaublich, hier steht es schon wieder. Ich habe vergessen, die Holzkohle reinzupacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das müsste jetzt aber reichen. So, und die anderen, da fangen wir gar nicht erst mit an, mit dem Redstone, denn da wollen wir ja dann beim Dorf die Tunnel weiterbauen. Das heißt, wir müssen dann auch irgendwie mal die automatischen Bratereien einerseits für die Steine und andererseits für das Redstone, für das Erde zu Redstone, werden wir die umsetzen müssen. So. Ja, hier außen, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Naja, gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Glowstone drauf. So ist richtig. So, 1, 2, 3, 4 und... Ist denn das richtig? 1, 2, 3, 4. Ja, ja, klar ist das richtig. So, dann hier ein hoch... 3, 4. Das müsste ja dann auch bis zum Ende hindurchgehen. So. Ding, 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 ding. Ja, das geht doch relativ zügig. Also wir haben jetzt noch 6 Minuten auf der Uhr. Über 6 Minuten sogar noch. Das passt schon ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, falsch gesetzt. So, 1, 2, 3, 4 und noch ein. So, jetzt Streichel und aufgepasst. Nein, wir haben ihn nicht kaputt gekloppt. So soll das sein. 1, 2, 3, 4. Ding, poff. 1, 2, 3, 4. Ding, poff. So, und 1, 2, 3, 4. Bing. 1, 2, 3, 4. Bing. Ja, die Glasüberdachung, da werden wir natürlich nicht mehr hinkommen. Also das ist, das wird bis zur Folge 100 absolut nicht mehr schaffbar sein. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Das wird nicht funktionieren. Aber der Rest, der funktioniert ja erstmal soweit. Nein, der war natürlich falsch. Ja, ich habe ihn gekriegt. Wunderbar. So, ding, ding, poff, ding, ding, poff und ding, ding und poff. Ja, hier wird es dann schon ein bisschen schwieriger, das Ganze dann oben dran zu kleben. Aber ihr seht, auch das geht. Es zuppelt bloß ein bisschen, eigenartigerweise. Das ist also, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Aufnahme liegt oder... Ich habe wie immer keine Ahnung. So. Aber es geht ja noch. Und es geht auf jeden Fall schneller, als wenn wir das von oben, wie gesagt, machen würden. Das ist dann auch die Maximalhöhe der Felder. Die haben wir jetzt erreicht. Also höher geht nicht. Also höher sollen die auch nicht. Nur der Unterbau, der wird sich halt noch ein bisschen verändern. Das werde ich dann aber gleich noch machen. Aber erstmal wollen wir oben die komplette Beleuchtung draufhauen.
Und dann können wir uns um hier unten drunter halt drum kümmern. Wir müssen dann auch noch mal ins Lager. Ich glaube, ich habe da noch Steinzäune irgendwo rumfliegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, die anderen Ställe, da wollten wir ja auch noch ein bisschen umbauen. Fällt mir gerade mal so ein, wo wir hier gerade bei den Feldern sind. So, und ich glaube, hier haben wir überall dann den Abschluss gehabt, ne? Ja. Na, hier sowieso. Na, Dagun, was machst du denn da? So. Geht doch. Und da bleibt's so. So, da, aber da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Und da kommt einer rein. Und. Jetzt müsste ich. Ach doch, jetzt hat er genommen. Eigenartig. Naja, egal. Dafür hat er keinen nachgelegt. Doch, jetzt wollte er auf einmal nachlegen. Komisches Programm. So, ja, Beleuchtung, Beleuchtung, Beleuchtung. Dring, dring, dring. Setzen wir gleich, haben wir gleich, machen wir gleich. Oh, was machst du denn da? Hallo? So, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Und ding, ding, ding. Ich glaube so. Oder? Ja, doch, sieht gut aus. Muss ich mal auf der anderen Seite schmulen gehen, ob das auch so ist. Zum Glück rechtzeitig gebremst. Ich habe mich schon unten gesehen. Na gut, okay. Eins, zwei, Hilfsblock, zwei, drei, vier und Beleuchtung. Eins, zwei, Hilfsblock, zwei, drei, vier und Beleuchtung. Eins, zwei und falsch gesetzt und Hilfsblock und eins, zwei, drei. Nee, das war schon vier. Zählen kann ich auch nicht mehr. Da könnt ihr mal sehen, so weit kommt's. Eins, zwei, Hilfsblock, zwei, drei, vier und Beleuchtung. Ja, soll der mit der wieder übereinstimmen. So, den raus und schön in eine Hocke gehen, weil ich habe keine Lust, dass ich hier alles weghaue. Wie gesagt, Timbermod ist noch aktiv. So, dann hier Beleuchtung und wenn mich nicht alles täuscht, ja, unter der Beleuchtung ist ein Stein und da kommt das Wasser gegen. Das ist richtig gut. So, so, so. Und dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Das war's. Felder soweit erstmal fertig. Ein Brot hatten wir noch. Brot macht Wangen rot. Das ziehen wir uns natürlich schnell rein. Und natürlich nochmal ein Muff-Tuffelchen hinterher. Ding, ding, ding. Ja, haben wir es in wahnsinnigen zwei Folgen geschafft, hier wirklich nochmal schnell die Felder mit reinzudröseln. Die Steinmauer, die können wir hier ruhig schon mal setzen, weil die kommt da sowieso hin. So, dann wollte ich aber etwas anderes machen und zwar hier wollte ich noch mal alles mit Erde auffüllen. Das sieht einfach schöner aus, wenn wir da hinten nur noch einen Absatz drin haben. Das ist aber, wie gesagt, das ist alles nur noch Schönheitsreparatur. Nötig wäre es nicht, aber so werden wir ja auch noch mal etwas Erde los. Und das kann ja auch nie verkehrt sein, denn wir haben so viele vollgestopfte Kisten mit Erde, das geht schon beinahe auf keine Kuhhaut mehr. Also auf die vier Kühe, die wir da hinten haben, da passt das eh nicht drauf. Das wäre viel zu viel zum Schreiben. So. Dann, ja, hier bei den Hühnern geht es natürlich weiter, auch wenn die Folge eigentlich schon wieder mal wie immer zu Ende wäre. Aber das machen wir jetzt hier noch. Fertsch.
So, kommt der hier. Bing! Natürlich kein Viech bei rausgekommen. Ja, ein Schwein hat sich schon wieder zu den Schafen verirrt. Müssen wir dann auch nochmal irgendwie rüberbringen. Naja, Leute, das wird jetzt alles zu lange dauern. Die letzten beiden und die Schweine in die richtigen Stelle bringen. Ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Also, ich sag für diese Folge erstmal tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.